wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute nehme ich euch mal mit auf eine ganze Wochentour. Wir fliegen unter anderem nach Danzig, nach Odense in Dänemark, wir fliegen nach Zürich und. Also bleibt gern dran und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann habt ihr jetzt Zeit, während des Intros auf den Abonnier-Button zu drücken. Also haut rein und bis gleich. Ja Leute, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe jetzt einen Podcast, Rollfeld Stories, überall erhältlich, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts und auch hier auf YouTube. Einfach auf meinen Kanal gucken und mal reinhören. Wenn es euch gefällt, lasst eine Bewertung da und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und da sind wir auch schon in Danzig. Wir sind hier in dem Hilton Hotel. Ein perfekter Ausblick. Der Flug ging so schnell vorbei. 1:10 war die Flugzeit geplant. 1 Stunde sind wir geflogen. Habe ich kurz ausgeruht, habe einen Kaffee getrunken. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Innenstadt an, ne? Die Sonne scheint und ja, die Innenstadt von Danzig ist einfach wunderschön. Die alte Speicherstadt bzw. die Hafenstadt wurde komplett renoviert. Alles das, was noch nicht renoviert wurde, wird jetzt repariert. Einfach sehr zu empfehlen. Wir sind wieder in einem Hilton Hotel und ich gebe euch einfach mal eine kleine Roomtour. Also das ist das Badezimmer mit Badewanne und einer separaten Dusche. Das ist halt immer gut zum Fertigmachen. Man kommt hier vorne durch die Tür rein. Großer Kleiderschrank, auch wichtig, dass die Uniform schön hingehängt wird. Dann muss man sie nicht bügeln am nächsten Tag. Schönes King-Size-Bett mit Arbeitsfläche. Dann kann ich meine Flugvorbereitung morgen hier schön machen. Einer Couch, einem riesen Fernseher und einem wunderschönen Ausblick nach draußen. Und natürlich, ich bin wieder weg. Das heißt, ich muss meiner Freundin wieder Leckerlis mitbringen. Und diesmal gibt's. Der Fernseher geht einfach mal an. Diesmal gibt's diesen Monster, keine Ahnung, was das ist. Und irgendwelche sauren Würmer, auch als Monster, keine Ahnung. All das, was so monstermäßig ist, mag meine Freundin. Also habe ich ihr das besorgt. Sie ist glücklich. Ich bin glücklich. Und ja, wir genießen noch die restlichen paar Stunden heute. Ich gehe gleich mal hoch auf die 5. Etage in die Bar. Mal gucken. Heute Abend gehen wir dann in ein polnisches Restaurant, was eine Bekannte von der DHL empfohlen hat. Also gucken wir uns das auch mal. Hoffentlich ist es wirklich so gut, wie sie es gesagt hat. Und ja, lass uns einfach nach oben gehen und wir checken mal die Bar. Guten Morgen.
Morgen, Tag 2 von dieser Vlog-Reihe. Es ist 9 Uhr morgens und wir gehen erstmal zum Frühstück. Also mal gucken, wie es hier aussieht. So, wir fliegen um 14.30 Uhr und ja, es ist keine Mittagszeit mehr, es ist keine Abendbrotzeit. Also suche ich jetzt was Süßes. Dafür haben die Mädels bei uns an der Rezeption hier ein gutes Café empfohlen und das checke ich mal aus, was die da so haben und mal gucken, was wir da so finden. Und da ist leider unser Aufenthalt schon in Danzig zu Ende. Der Rückflug nach Leipzig ungefähr 1:20 wegen des Windes. Ja, unsere Gäste kriegen heute belegte Croissants mit so Schinken und Käse. Dazu gibt es halt noch ein paar süße Sachen, ein paar mit Pistazien gefüllte Croissants und mit Schokolade gefüllte Croissants. Ja, der Aufenthalt war gut. Jetzt geht es wieder zurück nach Leipzig, einen Tag schlafen und dann geht es nach Odense in Dänemark. Also springen wir doch gleich mal wieder zurück ins Flugzeug. So geht das und ich bin wieder in Leipzig. Leider habe ich die letzten 2 Tage nicht mitgefilmt. Es war alles so ein bisschen chaotisch, stressig. Wir hatten einen sehr frühen Flug und. Aber wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt mir doch einfach auf Instagram. Flying Dan Official. Dort poste ich immer Bilder aus dem Cockpit und von den Destinations, wo ich gerade bin. Wir haben Samstag, morgen habe ich frei. Montag geht es wieder nach Zürich. Also bleibt dran und wir sehen uns am Montag. Guten Morgen. Es ist Montag, Pfingstmontag und heute geht's für uns nach Giebelstadt. Giebelstadt im Süden Deutschlands und von dort aus dann nach Zürich. Dort bleiben wir wieder einen Tag, also packen wir die Tasche und es geht los. Ja, ein paar von euch haben gefragt, was ich alles so in der Pilotentasche habe. Das will ich euch nicht vorenthalten und wir gucken hier gleich mal rein. Jetzt habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, da sind voll die vielen Sachen und alles wichtig drin und... Nee, das war's. Ich habe ein privates iPad mit. Das ist ein iPad Pro. Ich habe ein dienstliches iPad, ein iPad Mini mit Apple Pen, einen Kugelschreiber, natürlich meine Pilotenlizenz und meinen Reisepass. Sehr wichtig, wenn wir einen Outside-Check machen müssen bei Nacht, damit man da auch schön sieht. Mein Schlüssel, natürlich die Ray-Ban Sonnenbrille und eine Tasche voll mit irgendwelchen Adaptern und, was wichtig ist, AirPods. So, dann packen wir das jetzt mal alles wieder zusammen, springen unter die Dusche, trinken noch den Kaffee aus und dann geht's auch los nach Giebelstadt. Abflug 15.20 Uhr und wir fliegen um die 40 bis 50 Minuten, also los geht's. So, da sind wir auch schon am Flughafen. Das Flugzeug steht schon draußen hier neben den großen Antonovs. Die Abflugszeit wurde ein bisschen verschoben. Ein sogenannter Slot. Also wir dürfen erst um 15.39 Uhr losfliegen. Also warten wir jetzt noch 30 Minuten und dann geht's los nach Giebelstadt. Show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about. Und da sind wir auch wieder in Zürich. Kurze Roomtour. Wir starten natürlich im Bad, Waschbecken, Dusche und ein Whirlpool. Das ist doch mal schön hier. Dann geht's weiter. Kleiderschränke. Sehr viel Platz zum Arbeiten. Ein großes Schlafzimmer. Wieder der Fernseher. Doppelbett. Und ein Ausblick in Richtung Flughafen. Na gut, irgendwo da hinten irgendwo. So, es ist jetzt 19 Uhr. Ich ziehe mich um. Geh duschen und dann gibt's auch schon Abendessen unten. Und ja. Das war's für heute. Gute Nacht und bis morgen.
schönen Morgen hier aus dem Hilton Hotel in Zürich. Wir haben Dienstag und heute geht es dann halt auch schon wieder nach Straßburg, Frankreich. Und unser Kunde hat dort ein Meeting und nach dem Meeting fliegen wir dann auch wieder zurück nach Leipzig. Wir fliegen um 14 Uhr los, landen um 14.50 Uhr und fliegen dann gegen 19 Uhr wieder zurück nach Leipzig. Kurze Flüge nach Straßburg ungefähr 35 Minuten und dann nach Leipzig ungefähr beziehungsweise maximal 50 Minuten Flugzeug sauber machen und dann haben wir auch schon Feierabend und das ist dann auch schon das Ende dieses Vlogs. Aber jetzt nehme ich euch erstmal mit auf den Flug nach Straßburg. Also, ihr kennt's, unter die Dusche, Uniform an und los geht's. So, wir wollen los und natürlich fängt es jetzt pünktlich zum Abflug an zu regnen. Ja, ich habe gedacht, es wird ein schön netter Abflug, aber nee, na gut. Wir nehmen wie es ist, also los geht's. Ja, nochmal kurz zu unserer Route. Also wir fliegen von Zürich etwas in südwestliche Richtung, fliegen dann um Basel herum, um dann halt wieder in den Norden zu drehen, an der deutschen Grenze vorbei nach Straßburg. Guten Morgen. So, wir haben Mittwoch, gestern Abend sind wir gelandet. Das war noch etwas ein bisschen chaotisch, da über ganz Deutschland, so von Nürnberg hoch bis nach Hamburg, eine Gewitterfront war. Und wir dadurch einen Slot bekommen haben. Aber wie kommt das halt zustande? Also wir schicken einen Flugplan mit unserer gewünschten Abflugzeit. Und da aber gestern Gewitter über Deutschland waren, hatte die Luftüberwachung, so gesagt die ATC, ein bisschen mehr zu tun, weil Flugzeuge mussten dem Gewitter ausweichen und die konnten halt nicht mehr den Luftfahrtrouten folgen. Heißt, die werden dann Radar geweckt dort, also die Flugzeuge bekommen Steuerkurse und weichen dann halt manuell den ganzen Wolken aus. Das ist natürlich mit sehr viel Arbeit für die Fluglotsen verbunden, weil die müssen ja trotzdem die Sicherheit garantieren. Also die müssen ja trotzdem die vertikale und die horizontale Distanz zwischen zwei Flugzeugen einhalten. Und deshalb ist das halt so ein bisschen Chaos und deshalb wird halt versucht, die Arbeit für die Fluglotsen zu minimieren oder so gering wie möglich zu halten, damit da keine Unfälle passieren. Auf jeden Fall sind wir dann gestern 45 Minuten später los, war kein Problem. Unsere Kunden waren ja sowieso ein bisschen zu spät, aber wir sind dann gelandet. Es war alles schön. Nach der Landung hat uns Regen erwischt, Uniform komplett nass. Der hängt jetzt zum Trocknen, da es morgen nach München geht. Ich musste leider feststellen, dass das halt so ein bisschen schwierig ist, auf kurze Distanzen immer zu vloggen. Also nach Giebelstadt aus Zürich, das war eine Stunde Flugzeug, aus Zürich nach Straßburg war 35 Minuten Flugzeug, Leipzig-Odense waren 45 Minuten Flugzeug und man hat so viel und einfach zu tun in der Zeit, dass man halt nicht mal die Kamera mal kurz raushalten kann. Was wir da alles im Cockpit machen, erkläre ich euch mal in einem anderen Video. Aber das war es erstmal mit diesem Video. Übers Wochenende geht es nach Palma de Mallorca und darauf geht es dann nach Italien, also nach Albenga. Da nehme ich euch wieder mit. Da haben wir jeweils 2 Tage Aufenthalt. Das passt dann auch immer mit dem Vloggen. Dann kann ich euch da auch was zeigen, euch rumführen und was erklären. Das war's für diesen Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken. Vielen Dank und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.